sind jetzt kurz vor Brauneck, südliches Waldviertel. Minus 10 Grad. Darum pfeift der Wind, ist ein Wahnsinn. Wir besuchen jetzt den Braunecker Hof der Familie Meier. Ich hab in den Kalender geschaut, heute geht der Wind. Grüß Gott! Wie schaut sie anders aus zum Recken? Es ist saukalt! Wie kann man mit so einem Wetter mit rauf? Der Chefin! Das darf nicht wahr sein! Ja, es ist nicht voll kalt! Er hat gehört! Weil ich geht voll der Wind herum! Herzlich willkommen im Projekt! Die Erde! Servus! Aber wir weigern, voll gemütlich ist es bei! Wir weigern uns, dass ihr uns filmen lasst! Wir schauen so desolat drehen! Ja. Zerstört! Die Haarsteine im Gebirg! Genauso wie es wieder ist. Mir ist ja auch schwach zum Aufstehen und aufs Rall, wenn man ein Biss von da ist. Und das Wetter dazu, nicht? Ja, gestern war es zu schön. Und bei euch ist gut bürgerliche Küche. Ja. Schweinsbraten, wie es früher war. Schnitzel. Holzofen, ein Schweinsbraten. Dicke. Ja, ja. Und ich koche alles am Holzofen. Ich bin auch cool. Also dann. Also, da fahrt sagst du. Da fährt es da raus, so halb links rauf. Auf die Plattform rauf und dann kommt es da vorne dann wieder runter. Runter und da raus. Und da runter immer rechts, halt, immer rechts. Rechts. Und ihr müsst euch vorstellen, da oben schaut sich das eher, das sieht besser die Gebirgszüge. Man sieht wirklich von der Rax bis zum Traunstein nach unten. Und das müsst ihr euch unbedingt dann anschauen. Das schauen wir uns an. Was ist die Aussichtsplattform von Brauneck. Sieht man halt nichts. Was sieht man da jetzt? Landschaft. Landschaft. Die Berge sieht man halt leider. Bergetappe geschafft, Michi. Erste Bergetappe geschafft. Ich glaube, wir lassen jetzt bald das Waldviertel hinter uns. Wir sind im südlichen Waldviertel in Leimbach am Ostrong. Da ist ein schönes, großes Gasthaus, gell? Ja. Aber weißt du, was mir auffällt, Michi? Bitte. Dass fast jedes zweite Wirtshaus gelb ist. Stimmt. Du als Gastronom, wieso? Streicht man sein Gasthaus oder sein Wirtshaus gelb an? Signalfarben. Signalfarbe. Glaube ich. Aha. Besser wie braun. Mensch, grüß Gott, hallo. Hallo. Grüß euch. Grüß euch. Bitte sehr. Wir sind da. Super! Ich weiß nicht, ob ihr schon mitgekriegt habt, wir besuchen alle Betriebe der niedersächsischen Wirtshauskultur mit dem Rau. Ja, das ist ja super. Da haben wir jetzt Ostersonntag, habe ich 370 gehabt mittags. Gestern haben wir 260, schau, heute habe ich schon das Pflaster am Fuß picken. Mhm. Wahnsinn. Aber das arbeite ich, den Saal arbeite ich mit einer zweiten Könnerin und einem Lehrmädchen, das da einschenkt. Den ganzen Saal? Gäste haben schon gesagt, Frau Schreiner, sie sind ganz rot im Gesicht, sie fallen demnächst um. Sag ich, ja, dann jagt es mich nicht so. Aber gebackene Leber. Tobi, ist das sowas? Nein. Gebackenes Hirn. Weißt du, wie viele Leute Hirn essen können? Ja, das gibt es ja nicht mehr viel. Gebackenes Hirn gibt es da? Ja, oder Hirn mit Ei. Auf Wunsch. Im Duett. Welchen Teil nimmt man da vom Hirn? Das Hirn ist ja nur einer drum. Okay, nur das Hirn. Schau ja, du hast zwei so Hirnhälften. Bei mir gibt's gar keins. Komm. Und dann schälst du die Hirnhaut ab. Ja. Dort, wo du die Gehirnhautentzündung kriegst, die schön mir ab. Ja. Dann naja. Ja, ich mag den Hirnhaut gar nicht, muss das selber machen. Ja, sicher. Und dann tust du das panieren. Ganz normal wie Wiener Schnitzel, Mehl, Ei, Brösel. Okay. Salzen nachher, weil wenn du es vorher salzt, geh her, komm, dann zieht es das Wasser aus. Weißt? Ah, ja, okay, ja. Und da ist viel Leber, die hat man erst nachher, weil sonst wird es hart. Gell? Aha. Sehr geil. Das habe ich noch nie gegessen. Na, sehr geil. Wir sind zu da. Na, ganz eine normale Karte. Da ein Riesenhaus. So viel zum Putzen. Ja. So, geil. Da haben wir. Eine Hinterrockkabine, ein Sohle-Dampfbad und eine finnische Sauna. Ein Wasserbecken mit einem Lichttherapieraum. Auch? Da legst du dich halt ins Wasserbett rein, gell? Mhm. Drehst du einen Mozart auf oder einen Schubert oder wie auch immer. Und tust dich dann entspannen, gell? Cool.
Steiners. Echt liebe Menschen. Ups. Ups. Handschuhe. Brauchst du so. Heute nur die Handschuhe? Ja sicher, es ist saukalt. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist so ein Marsch. So, jetzt fahren wir ins Ischpatal, das andere südliches Waldviertel, nach Stangles zur Wirtshausbrennerei Grenn, Hans Grenn. Das heißt Wirtshausbrennerei nicht, weil das Wirtshaus brennt, sondern weil da nebenbei super Schnäpse brennen. Das schauen wir uns jetzt an. Das sind voll liebe Wirtsleute, wirklich. Habe die Ehre, großer Meister! Servus, ich bitte. Spitzenrau, war der beste Wahnsinnig, hat sich ausgestattet. Hallo, grüß dich. Derbe Hans. Hallo, servus. Aha, ja. Jetzt sind wir da. Macht's das wahr, was gesagt habt? Ist eh klar. Der absolute Renner ist die Rote Williamsbirn. Die Kaiserholzbirn ist unser Top-Produkt, unsere autochthone Sorten. Das ist ein Kaiserholzbirn. Kaiserholzbirn ist. Wir haben da 2 Kilometer weiter ein Schloss oder ein Eck von den Habsburger. Dort war mal eine Baumschule und dort haben sie spezielle Birnensorte veredelt. Und das ist die Pötzte Holzbirn, hat die geheißen. Und die macht, also aus der Birne kann man halt die weltbesten, eine der weltbesten Birnen machen draus. Das ist die Kaiserholzbirne. Okay. Eine autochthone regionale. Cool. Boah! Nicht hingreifen, heißt, weiß ich. Voll gut, systematisch. Bis jetzt bei dir Bier ein bisschen mehr heute. Was sollten wir echt noch nie gemacht haben? Was? Jetzt sind wir schon einige Tage unterwegs. Ja. Wir haben eigentlich noch nie die Uschi gefragt, wie es ihr geht. Das stimmt. Und die hat auch Gefühle. Ja. Wir haben ja noch nie richtig gesagt, dass sie eine ganz gute ist. Ich glaube ja, wenn wir mal über die Uschi reden, dass viele glauben, da ist wirklich noch jemand mit uns mit. Glaubst? Ich glaube schon. Okay. Schau. Hm?